Du kannst meine Tasche nehmen, das ist voll schwer. Ich hab hier drauf gedrückt. Zeig mal. Hier. Ist egal. Und da steht eine Ziege. Wie, hast du die Ziege gesehen hier? Nee. Hier. Guck mal, einen Kurs geht das. Wann? Sieht man mich hier? Nein. Warum? Weil du in der Nase puppelst? Nein, weil ich was am Zahn hatte. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Tag hier in Griechenland auf Kos. Wir machen heute eine Quad-Tour um die Insel, fahren zu irgendwelchen Stränden nach Kos Stadt, gucken uns hier mal ein bisschen die Insel an und noch so einen Faunwald, Placker oder so heißt der, glaube ich. Zieh mal meine Sonnenbrille ab, ist ja unhöflich. Auf geht's, kommt mit, wenn ihr wollt. Kommt nicht mit, wenn ihr nicht wollt. Let's go. Ah ja, wir haben so viel mit. Stativ haben wir mit, um Bilder von uns zu machen. Weil keiner hat Bock, mit uns in Urlaub zu fahren. Oder ich nicht. Müssen wir gucken, wenn es den Einbrechern ja nicht so leicht machen. Ist zu. Auf geht's, Freunde. Auf geht's. Welchen Zettel? Ah, wo ist der? Wir haben so viel gecheckt und ich kann auch noch einen Rucksack. Wir hoffen, dass es so alles ins Quatsch passt, weil da ist hinten nur so ein kleiner Koffer. Vodafone auf Griechenland ist echt scheiße. Ja, Leute, kommt hier nicht hin, wenn ihr Vodafone habt. 1&1, Beste. Leute, das ist auch mega random. Einfach so ein Pool, so voll gruselig. Ja, da ist Wasser drin. Aber ekelhaftes Wasser, wo keiner drin schwimmen will. Da gehen wir hin, Nikos Bikes. Yes? Hier kannst du meine Tasche nehmen, ist voll schwer. Ja. H und L, ist ja mal. Noch nie gesehen. Ich bin da. 3-4 Wheels. Forward is this button? This one is short, it's left and right. If you go to the main street, say, have a good time. Thank yeah, you. Thank you. Thank you. Oh, ich habe hier irgendwo drauf gedrückt. Ich habe hier drauf gedrückt. Hier. Ist egal, das funktioniert eh nicht. Okay, hier ist geil. Jetzt verlinkt. Er hat mir die Bremse gar nicht gezeigt. Am Fuß, oder? Ja, die wird ein bisschen langsamer geworden. Einfach angehalten. Ah, hier oben. Ja. Ah, okay. Alles klar. Okay, wo waren wir denn? Zum Strand. Ist das hier frei zum Parken? Da steht auf jeden Fall Andreas Beach. Ist das jetzt eigentlich abgeschlossen? Ja, ne? Ich habe keine Ahnung. Schau. Okay, let's go. Hi. Kommt alle hier hin, hier kann man voll schöne Bilder machen. Shutter Speed. Sorry Leute, der Shutter Speed ist scheiße. Was auch immer das ist. Oh, da gibt's Flug. Ich schwöre, wo ist unser Quad? Ja, stell dir mal vor. Okay, Brut. Leute, das ist unser Quad-Shut, stell dich mal daneben. Eigentlich hatten wir ein weißes gemietet, aber es ist kaputt, deswegen haben wir jetzt das bekommen und der meinte, es wäre besser. Man hört halt auch fast nichts. Der meinte, durch. Es wäre besser. Achso, ich dachte in der Kamera. Man hört zwar nichts durch diese Helme. Es war nicht so schlau, kein Handtuch mitzunehmen. Ja, ich weiß auch nicht, wieso du kein Handtuch mitgenommen hast. Das haben wir doch gestern gesagt. Wir sind da übrigens am Andreas Beach. Okay, Freunde, wir sind übrigens gerade am Andreas Beach. Und wir fahren jetzt, wohin fahren wir? Kos Stadt? Nee. Nicht? Wohin denn? Park. Faunpark, ah ja, oh. Ich bin noch nie mit dem Quad gefahren. Kannst du das ein Stück höher halten? Ich bin noch nie mit dem Quad gefahren. Es ist echt ein bisschen
Wendekreis und so. Ich mich noch dran gewöhnen, aber ich krieg das hin. Ja, wir fahren jetzt zum Pfauenpark. Auf dem Weg werden wir nicht filmen. Wir sehen uns beim Pfauenpark. Was mache ich jetzt für einen Übergang? Der muss cool sein. Pfauenpark. Okay, Freunde, wir sind jetzt angekommen. Hier steht unser Quad und der Wald sieht auf jeden Fall schon mal ultra nice aus. Ihr werdet jetzt auf jeden Fall geile Bilder sehen. Mal schauen, was wir so finden. Hier sind auf jeden Fall viele Pfauen schon direkt am Anfang. Und da steht eine Ziege. Ich weiß nicht, ob man sie erkennen kann. An ihrer ziegigen Art, wie sie rumsteht. Spaß. Da sehe ich schon mal Katzen und so und Pfauen. Wie, hast du die Ziege gesehen hier? Nee. Hier. Du bist so assi. Guck mal, die Katzen. Die haben sich gerade gebieft. Ey, guckst du? Ich hab safe gar keinen Bock. Sie sieht mich gar nicht. Oh, guck mal. Schatz, die kam direkt an. Ich, die soll sich mal aufrudern, dass sie sich verstehen. Ja. Ist ja so krass. Noch eine Frauenfeder zu Hause. In Frankreich waren wir mal. Und da, wenn man eine gefunden hat, dann durfte man die behalten. Ich habe eine. Ich habe geschrieben, schickt mal Fotos und fahrt bitte vorsichtig. Ein Quad kann schon mal zickig sein. Ja. Hey, Bruder. Jawohl. Guck mal, Freunde, ich glaube, das sind hier alles Straßenkatzen. Ich weiß gar nicht, soll man die hier reintun? Ja, wahrscheinlich nicht. Das ist nur ja, wir gucken mal, der hier hat voll die langen Federn. Aber ist das nicht auch so, dass. Also bei Vögeln ist es doch auch so, die schönen sind immer die Männer, oder? Das ist bei Menschen doch auch so, oder? Okay, Freunde, entschuldigt mich mal bitte für meine Haare, aber wir fahren jetzt weiter. Ich habe ein paar geile Aufnahmen gemacht. Macht euch auf jeden Fall selber ein Bild. Als Maul, Alter. Macht euch auf jeden Fall selber ein Bild von diesem sehr, sehr schönen Wald. Auf jeden Fall empfehlenswert. Ist auf jeden Fall cool, hier sind viele Katzen. Hier ist jemand, der sich um die Katzen kümmert. Die sind wirklich alle hier sehr freundliche Tiere. Die wurden nicht angegriffen. Und ja, macht euch selber ein Bild. Ihr habt ja die Bilder gesehen. Auf jeden Fall sehr nice. Wir gehen jetzt weiter zu einem Strand mit einem Schiff, nur um Bilder zu machen und fahren dafür eine Stunde. Nein. Doch. Von hier? Das ist der Schärfering, an dem du, glaube ich, gerade drehst. Passiert da was? Passiert was? Zoom mich ran. Ah, okay, dann ist es der richtige. Ja, Freunde. Bis gleich zum Schiff. Du hast eben vergessen, so zu machen. Ah. Was geht ab, Freunde? Wir sind gerade an so einem richtig geilen Platz mit so einer richtig geilen, nicen Aussicht. Ich sehe aus wie, keine Ahnung, wie so ein Touri. Freunde, schaut mal. Wir sind jetzt auf jeden Fall auf dem Weg zu diesem Strand immer noch, aber das musste ich hier mal filmen. Damit ihr wisst, wo wir sind. Ich weiß es nicht. Irgendwo auf der Hälfte der Strecke auf jeden Fall. Okay, Freunde, wir haben jetzt ein paar Bilder gemacht und jetzt geht's weiter. Ihr seht ihr auf Instagram. Folgt uns auf Instagram, ja. Okay, Freunde, ich hoffe, ihr versteht mich. Wir sind jetzt auf jeden Fall hier am Strand. Wie ihr seht, es sieht auf jeden Fall mega nice aus hier. Und wir fahren jetzt weiter nach Koos Stadt.
in die Stadt, nach Kos. Ist auf jeden Fall sehr schön hier. Es ist kein Mensch hier, wirklich kein Mensch. Hier kann man echt gut hinfahren, da oben ist ein Parkplatz. Und wenn ich jetzt schreie und das sich kacke anhört, ich wegen dem Meer, wisst ihr, deswegen schreie ich so. Wir sehen uns auf jeden Fall in der Stadt in Kos. Hab ich noch gar nicht gesagt, ne, dass wir da hinfahren. Ja, Freunde. Ich hoffe, bis hierhin hat euch alles gefallen. Folgt dem Kanal für mehr Vlogs, ihr wisst es. Folgt mir auf TikTok. Fast 300k da, also Leute, folgt mir da. Okay, Freunde, wir sind jetzt am Paradise Beach. Nur zur Info, so sieht das hier aus und man kommt hier auch ganz easy mit einem Quad hin. Ist auf jeden Fall sehr schön. Ja, hinten sieht man das vielleicht, da kann man im Auto parken. Da unten ist der Strand, man kann sehr weit rein. Da gibt es auch noch so Wasserattraktionen. Die Leute schreien die ganze Zeit. Und der sieht auf jeden Fall mega nice aus. Für alle Leute, die hier hin wollen. Wir sind jetzt in Koststadt angekommen. Wir wissen gar nicht, wo wir sind, wo wir hin wollen. Jetzt suchen wir ein Restaurant, ein Burger-Restaurant. Gucken hier alle voll komisch, Alter. Ich zeig euch mal, wo wir geparkt haben. Wenn ihr auch parken wollt, hier ist so ein Haus, das heißt genau so. Und hier liegt die Katze immer. Hat die uns gesagt. Und wir laufen durch ein paar Shops. Freunde, wir gehen jetzt in den nächsten. Wir gehen jetzt hier rein. Krasse Preisunterschiede sind. Nee, gar nicht. Pork, Gyros, Tomate, Käse, Bacon, Cocktailsoße und. Ich glaube, ich nehme das. Ich drehe den mal. So nice aus. Ja. Vielleicht ist viel zu krass. Wir fahren immer das mit so... Hä? Das Stativ. Wir fahren immer mit so einem AirPod im Ohr und bei dem Helm tut es immer so weh. Du machst das nicht auf, ne? Nein, nimm die Kamera mal. Gib mal einen Kurs, geht das? Leute, wir haben einen miesen Sonnenbrand. Sieht man mich hier? Nein. Warum? Weil du in der Nase puppelst? Nein, weil ich was am Zahn hatte. Das passt nicht. Was nicht passt, wird passend gemacht. Alter. Hast du Desinfektionsmittel? Ja, in meiner Tasche, die viel zu voll ist. Das ist meine Tasche. Oh, hell, man. Viel zu voll. Ich kann nicht. Nee, nicht. Der Nick will in die Türkei fahren. Nach Bodrum. Toll, jetzt hat man das gesehen, ne? Sieht man mich hier? Ja, nach Bodrum. Kannst du das rausschneiden, bitte? Ja. Ich hab so gemacht. Nach Bodrum. Aber dafür braucht man auch wieder Einreiseformular hin und zurück. Ist viel zu anstrengend. Leute, ich muss euch jetzt die Verkehrszeichen zeigen, die auch nicht kann. Da ist auf jeden Fall so ein Schild, da ist ein Strich durchgestrichen und da ist das gleiche Schild mit zwei Strichen durchgestrichen. Hier, das heißt, wenn zwei Striche sind, dass wenn hier das hier Parkverbot ist an geraden Tagen, also am 2., 4., 8., das Schild heißt, wenn man auf der Seite parken will, da ist verboten an ungeraden Tagen wie 19., 21. und so zu parken. Hat man es verstanden? Mhm. Und das da drüber, sieht man das? Das ist für mich ein scharfes Rechts-Links-Kurve-Schild. Aber das heißt hier, wenn es durchgestrichen ist, dass man nicht nach links fahren darf. Ich glaube, man hat nichts verstanden, Schatz. Doch. Und bei uns ist es ja so im Kreisverkehr, da haben die im Kreisverkehr sind Vorfahrt und hier ist es so, dass wenn man im Kreisverkehr ist und die anderen rein wollen, muss man die vorlassen. Check ich auch nicht warum.
sah auch richtig schön aus, Bill. Ja? Euro macht, als es eigentlich ist, weil einfach jetzt dafür 7 Euro und vorhin, wo es 10 Cent teurer war, 12 Euro für voll. So Freunde, das war's von unserem Trip. Wir müssen das Quad gleich abgeben, gleich 20.30 Uhr. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben jetzt nicht so viel gefilmt von der Stadt. Aber macht euch da selber ein Bild, ist auf jeden Fall ganz nice. Das Restaurant, wo wir waren, war okay. War ein bisschen wenig Soße, hätte ein bisschen mehr Soße auf dem Burger sein können. Aber war ganz gut auf jeden Fall. Ich hätte mit viel schlechterem gerechnet. Und ja, wer sich für so gefälschte Markenartikel interessiert, findet da auf jeden Fall was. Ja, auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Abonniert mich auf TikTok, Instagram, die Schere auch. Alles verlinkt hier, damit ihr unsere coolen Urlaubsbilder sehen könnt. Hier auf dem Quad haben wir auch gerade eins gemacht. Ja, ich hoffe, euch hat das gefallen. Vielleicht kommt auch jetzt nach dem Video oder in dem Video noch was. Mal schauen. Sonst wünsche ich euch noch viel Spaß, Freunde. Abonniert den YouTube-Kanal, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Wartet schon mal in Griechenland, schreibt es in die Kommentare. Wenn ich so mache, macht die Kamera so nach da, okay? Ja. Bis dann. Nee, nochmal. Ich muss schneller. Okay, Freunde, bis dann.